Hast du eine Wunschfarbe? Ist egal. Ich habe eine Wunschfarbe. Regenbogen. Hier hast du einen gelben, genau. Gelben. Pass auf, dass du den abhebst. Ne? Moritz, hier. Ja, natürlich. Ich hab's auch noch mal ansetzen. Der Partner der CSDs und der Aktionen hier gegen Homophobie und freuen uns, heute auch wieder dabei zu sein. Schön bunt alles. Wir hoffen, dass es euch heute gefällt und dass wir uns alle am 14. Juni wiedersehen zum CSD, der auf dem Brühl dann stattfinden wird, bei uns vorbeiläuft. Wir freuen uns ganz sehr, mal Hallo zu sagen. Ja, liebe Freunde vom Different People, bitte kommt mal mit her, dass wir hier noch was mit durchsagen können. Ja, hallo ihr Lieben, Jacqueline Drexler mein Name, ich bin vom Different People e.V. Zunächst erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Das ist wunderbar, dass trotz des Wochenendes so viele doch den Weg auch in Chemnitz zum Roten Turm gefunden haben, um ein Zeichen gegen Homophobie zu senden. Ja, wir leben in einer Zeit in Europa, die immer extremer wird aus meiner Sicht. Auf der einen Seite immer mehr Toleranz. Wir haben letzten Sonnabend erlebt, dass Tom Neuwirth für Österreich mit seiner Kunstfigur Conchita Wurst einen großen Gewinn hatte. Auf der anderen Seite erleben wir aber jetzt auch Russland, die sagen, Europa verfällt immer mehr und wir werden uns nicht mehr am Eurovision Song Contest beteiligen. Wir haben in Sachsen das Glück, dass Projekte zu mehr Aufklärung an Schulen gefördert werden durch den Freistaat und stattdessen aber in Stuttgart wieder viele Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, solche Projekte dürfen nicht stattfinden in Schulen. Umso wichtiger ist es, heute dieses Zeichen zu senden, aber nicht nur heute. Es muss an 365 Tagen im Jahr gegen Homophobie ein Zeichen gesetzt werden. Möglichkeiten dazu habt ihr beispielsweise jetzt schon am 14.06. beim Chemnitzer CSD hier wieder in der Innenstadt oder natürlich auch beim 28.06., wenn dann Different People e.V. wieder zum Tüdelü in die Schönherrfabrik einlädt. Ja. Danke, Jackie. Ja, ihr Lieben, nur noch wenige Minuten, dann geht's hier los. Und wie gesagt, Rainbow Flash hier in Chemnitz und nicht nur in Chemnitz, in Dresden, in Leipzig, in Plauen, in Pirna und in Torgau. Wir haben heute hier die Luftballons fliegen lassen und dieser Tag ist wie gesagt anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie. 10, 9, 8, 7, 6, Vielen, vielen herzlichen Dank.